Wenn du ein Licht anmachst, stellst du das dann unter ein Gefäß und versteckst es. Wenn du ein Licht anmachst, schiebst du das dann unters Bett? Nee, nicht, oder? Wenn du ein Licht anmachst, dann hängst du es an den Lampenständer und alle können dieses Licht sehen. Alle können es sehen und jetzt lass mal sehen, ob dein Licht unter dem Bett ist. Dann hol es vor, lass es leuchten. Oder ist dein Licht unter einem Gefäß versteckt? Dann hol es vor und lass es leuchten. Dann können alle dieses Licht sehen und es gibt hell. Licht kann man sehen, Licht soll man sehen. Dazu ist das Licht da. Das ist der Grund, warum es das Licht gibt. Ich möchte drei Gedanken dazu uns heute mitgeben zum Licht und zu dieser Geschichte. Das erste, ganz einfach, Licht macht hell. Licht macht hell. Vielleicht kennst du die Geschichte von dem alten König, der einen Nachfolger sucht. Und er hat zwei Söhne und die lässt er in seinen Palast rufen, in die große Halle im Palast. Und er sagt zu ihnen, hier habt ihr 5 Euro und ihr habt einen Tag Zeit. Füllt mir diese große Halle hier aus. Und der, dem das am besten gelingt, der wird dann mein Nachfolger. Und dann gehen die zwei los und schauen sich um. Und der erste kommt an einem Acker vorbei, da wird gerade geerntet, Getreide. Und da fällt ein Haufen Stroh an. Und er gibt den Bauern, die da ernten, die 5 Euro und sagt zu ihnen, bringt mir dieses Stroh in den Palast. Und das machen sie und füllen mit dem Stroh diese ganze Halle. Der Tag ist fast vorbei, da kommt der andere Sohn, er lässt dieses Stroh erstmal rausräumen aus der Halle und dann geht er in die Mitte dieser Halle und stellt auf den Boden eine Kerze und zündet sie an und das warme Licht dieser Kerze, das füllt jetzt den ganzen Raum. Und der alte König ist begeistert und er sagt, du sollst mein Nachfolger sein. Licht macht hell. Das Problem ist nur, manchmal finde ich den Lichtschalter nicht. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt, als ich klein war. Da ist mir das manchmal passiert. Ich hatte ein Zimmer, da war es schön dunkel nachts, ist ja auch gut, aber wenn ich mal raus musste oder wollte nachts aus dem Zimmer, da war es halt auch stockdunkel und ich habe mich da immer rumgetastet und den Lichtschalter gesucht im ganzen Raum. Und manchmal hat es ganz schön lange gedauert. Ich hatte keine Orientierung, ich hatte keinen Plan, wo der Schalter und wo der Ausgang ist. Und es hat gedauert, bis ich ihn gefunden habe und das Licht anmachen konnte. Manchmal suchen wir das Licht, manchmal wünsche ich mir ein Licht, manchmal hätte ich gern ein Licht, dass ich was sehe, dass ich sehe und merke, wo es lang geht. Manchmal gibt es im Leben dunkle Wege, dunkle Zeiten, dunkle Wolken. Wo es dunkel ist in mir drin, dunkel ist in meinem Herzen, in meinen Gedanken, ich keine Orientierung habe, ich keinen Weg sehe, ich habe keinen Plan, bin hilflos, wütend manchmal auch, verletzt, allein, habe Angst, ich hätte gern und ich suche irgendein Licht. Licht macht nämlich hell. Und Jesus hat mal gesagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Sagen wir bei jeder Taufe, wenn wir die Taufkerze anzünden, Jesus, das Licht der Welt. Und wenn wir mit Jesus leben und wenn du mit Jesus lebst, wenn du an ihn glaubst, ihm vertraust, ihm gehorchst, dann ist er das Licht deines Lebens. Dein Licht, das dir Hoffnung gibt, das dir Orientierung gibt, auch in dunklen Zeiten. Ein Christsein bedeutet ja nicht, dass es keine Dunkelheit im Leben gibt. Ein Christsein bedeutet, dass in der Dunkelheit Jesus mein Licht ist. Dietrich Bonhoeffer hat mal
gebetet im Gefängnis: In mir ist finster, aber bei dir, Jesus, ist Licht. Du weißt den Weg für mich. Wenn wir uns diesem Licht öffnen, wenn wir uns ihm neu öffnen, jetzt im Advent besonders, dann kommt Jesus mit seinem Licht in unser Leben. Und dass du dieses Licht in deinem Leben hast, darauf kommt es an. Nicht nur im Advent, sondern überhaupt. Und dass du diesem Licht Jesus treu folgst, dich an ihm orientierst. Dann wirst du immer wieder erleben, ja, Jesus macht mein Herz, er macht mein Leben hell. Weil Licht macht hell. Das zweite, Licht fällt auf. Jesus hat nicht nur gesagt, ich, Jesus, bin das Licht der Welt. Jesus sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr, das sind alle, die an Jesus glauben, die mit Jesus leben, ihm folgen, alle, die getauft sind, die Christen. Christen, die, für die Jesus das Licht ist, wir sollen ein Licht sein dann auch, beziehungsweise nicht sollen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid's. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Die ist nicht von mir, die Geschichte, ich erfinde keine so guten Geschichten. Die hat Jesus erzählt, ein Gleichnis, ein Bild, diese Geschichte vom Licht, das man nicht verstecken soll. Von der Lampe, die leuchtet, die man sieht. Das geht gar nicht anders, das kannst du gar nicht verhindern. Licht kann man nicht nicht sehen. Du kannst es zudecken, was drüber stülpen. Aber macht man das? Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß, sagt Jesus, wäre doch Quatsch. Niemand versteckt die Lampe unterm Bett. Nein, Licht fällt auf. Habe mal gelesen bei Reinhold Rute, der hat viele Bücher geschrieben, der hat mal erzählt, als junger Mann, da war er beim Militär und in der Ausbildung, hat er gesagt, die wollten uns da mal zeigen, wie sichtbar Licht ist. Und es war so, dass ein Soldat irgendwo auf einem Berg oder einem Hügel oben war und eine Zigarette geraucht, an dieser Zigarette gezogen hat und die anderen lagen ein paar Kilometer entfernt unten im Tal in stockfinsterer Nacht. Und jedes Mal, wenn der auf seinem Berg an dieser Zigarette gezogen hat, dann hat sie geglüht und die anderen haben es unten gesehen, ein paar Kilometer weiter weg. Reinhold Rute sagt, jedes Mal, wenn er einen Zug tat, hat die Zigarette aufgeleuchtet wie eine Taschenlampe. Selbst eine glühende Zigarette, selbst das kleinste Licht fällt auf. Und Jesus sagt zu uns, ihr Christen, ihr seid das Licht der Welt. Das darf man nicht nur, das soll, das muss man sehen. Es muss auffallen, dass du ein Christ bist, so wie es auffällt, wenn die Lampe am Lampenständer hängt und leuchtet. Licht fällt auf. Und dann noch das Dritte. Weil Licht auffällt, deshalb sagt Jesus, sei ein Licht, sei ein Licht. Das betont Jesus in dieser Geschichte vom Lampenständer. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, sagt er, weil sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. An dem, was du tust und an dem, wie du es tust und auch an dem, was du nicht tust, daran sollen andere sehen, dass du ein Christ, dass du eine Christin bist. Daran, wie du lebst, zum Beispiel, wie du mit anderen redest. Oder wie du über andere redest, in der Schule oder vor der Kirche oder bei der Arbeit oder daheim, wo auch immer. Daran, wie du mit Menschen umgehst. Daran, wie du mit deinem Geld umgehst, wofür du das Geld einsetzt. Daran, wie du mit deiner Zeit umgehst, wofür du dir Zeit nimmst. Setzt du deine Zeit für Jesus ein? Setzt du sie für andere Menschen ein? Oder verrinnt sie einfach so vor dem Bildschirm? Daran, wie ich mit meinen Fehlern umgehe, mit meiner Sünde, sollen andere sehen, dass ich ein Christ bin. Als Christ bin ich ja nicht perfekt. Ich bin auch nicht moralisch besser als andere. Aber ich weiß, dass es Vergebung gibt bei Jesus. Dass ich neu anfangen kann, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und hoffentlich lasse ich dann auch andere neu anfangen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Sei ein Licht, sagt Jesus. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten und es heißt nichts anderes, als dass ich das, was ich glaube, auch lebe und nach außen zeige. Kennst du die Geschichte von Günther?
war ein Junge, ich habe mal von ihm gelesen, der war mit seiner Mama beim Einkaufen irgendwo in einer großen Stadt, weiß nicht, vielleicht unten in Stuttgart oder in München. Jedenfalls sind die da einkaufen gewesen und über den Markt gegangen, sind einer großen Kirche in einer Kathedrale vorbeigekommen und der Günther hat die Kirche bestaunt und hat an der Kirche hochgeschaut und diese Fenster da gesehen und hat es zu seiner Mama gesagt, also das sieht ja hässlich aus, hier ist ja alles ganz schmutzig, kann man ja kaum angucken. Und dann ist die Mama mit ihm in die Kirche reingegangen und da hat er diese Fenster von innen gesehen, durch die die Sonne geleuchtet hat und plötzlich haben diese Kirchenfenster in den buntesten und in den schönsten Farben wunderschön geleuchtet. Und der Günther hat sich alles genau angeguckt, die ganzen Fenster, da waren Figuren drauf, viele verschiedene Personen und er hat eine Figur gesehen, ganz vorne am Altar und hat gesehen, dass da die Sonne direkt durchstrahlt und die besonders schön leuchtet. Sagt Mama, was ist denn das? Wer ist denn das? Sagt die Mama, das ist ein Heiliger, das ist der heilige Nikolaus da vorne. Und das hat sich der Günther irgendwie gemerkt und ein paar Tage später in der Schule ging es um dieses Thema, wie man vor Gott heilig ist und um Heilige. Und der Lehrer hat gesagt, kann mir einer von euch vielleicht sagen, weiß das jemand, was ist denn ein Heiliger? Und da hat sich der Günther gemeldet und hat gesagt, das weiß ich, ein Heiliger, das ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint. Ein Mensch, durch den die Sonne scheint. Bist du ein Mensch, durch den die Sonne scheint? Bist du ein Christ, durch den Jesus das Licht der Welt zum Leuchten kommt, der nicht nur von seinem Glauben redet, sondern seinen Glauben auch lebt? Beides gehört zusammen, dass wir den Glauben kennen und ihn bekennen, wie gerade vorhin mit dem Glaubensbekenntnis, das wir gesprochen haben, und auch mit der Taufe. Die Taufe ist ja im Grunde auch nichts anderes als ein Glaubensbekenntnis, dass wir da öffentlich sagen und öffentlich zeigen. Und ihr habt das heute, liebe Eltern, liebe Paten, stellvertretend für den Leonardo getan, habt hier in der Kirche das öffentlich gesagt. Wir glauben an Jesus und wir wollen, dass der Leonardo auch zu diesem Glauben findet und in diesem Glauben heranwächst und mit Jesus lebt und als ein Christ lebt. Beides gehört zusammen. Den Glauben kennen und bekennen und den Glauben leben. Sei ein Licht. Das wünschen wir dem Leonardo, dass Jesus, das Licht von Jesus in sein Herz kommt und dass er dann auch so ein Licht, wenn er größer wird, ein Licht für andere sein kann, dass Jesus durch ihn strahlt. Das kleine Licht seiner Taufkerze, obwohl das eine ganz große Taufkerze hier, ja, aber dieses kleine Licht soll ihn daran immer wieder erinnern. Jesus ist das Licht seines Lebens und er sagt zu Leonardo und er sagt es zu uns, ihr seid das Licht der Welt, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie euren Vater im Himmel sehen, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.